warum schaffen es eigentlich Pfeifen schneller und einfacher, oft auch besser ins Unternehmen und nach oben innerhalb der Karriere als die Performer? Das liegt daran, dass Pfeifen Eindrucksmanager sind. Sie managen also nicht die Aufgabe oder ihr Projekt, sie managen den Eindruck über sich und das ist eine völlig andere Arbeit, während du als Performer damit beschäftigt bist, inhaltlich alles abzuleisten, neue Dinge zu erfinden, das Projekt perfekt abzugeben und auch kritisch mit dir selbst bist, ehrlich mit deinem Umfeld, was gut läuft, was nicht gut läuft, behauptet die Pfeife einfach ganz viel und managt einfach nur den Eindruck über sich selbst. Das heißt, alle Energie geht nicht in inhaltliche Arbeit, sondern in die Show. Und wenn ich mich nur auf die Show konzentrieren muss, dann brauche ich nur ein paar Fachbegriffe zu droppen, also ein Slang-Dropping zu benutzen und dann klinge ich schon klug, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Warum Pfeifen das nach oben schaffen? Weil wir oft genug nicht nach der Substanz schauen, sondern nach der Silhouette. Weil wir oft genug einfach nur schnelle Lösungen haben wollen, anstatt genau und ehrlich zu schauen, wie viel Substanz ist eigentlich da. Lieber Performer, Klappern gehört zum Handwerk. Denn es kann nicht sein, dass die Pfeifen, die nur klappern, aber nicht Handwerkern, nach vorne kommen. Das heißt, spreche über deine Leistungen, verkaufe sie auch gut. Denn es geht nicht darum, wie ein Schaumschläger zu agieren, sondern den Schaumschlägern den Schneid abzukaufen.